Welche sind die wichtigsten Parameter bei Centron.com? Jedes kommunikationsfähige Schutzschaltgerät besitzt eigene, teilweise spezifische Parameter. Die wichtigsten werden hier vorgestellt. Das Anlagenkennzeichen ist der editierbare Name eines jeden Gerätes. Die Vergabe eines eindeutigen Namens wird dringend empfohlen. Dazu kommen das Ortskennzeichen und das Installationsdatum für zusätzliche Identifikationsparameter. Diese sind unter Geräteinformationen gelistet. Spezifisch beim 7KN PowerCenter 1000 sind die Parameter der Ethernet-Schnittstelle. Eine statische IP-Adresse kann über Bluetooth oder die PC-Software eingestellt werden, wenn die DHCP-Funktion ausgeschaltet ist. Unter Erweitert findet man den SMTP-Server zur zyklischen Zeitsynchronisation. Zusätzlich kann bei allen Centron.com-Geräten die Funksendeleistung eingestellt werden. Wichtig hierbei ist, dass eine Änderung bei allen Geräten im System gleich eingestellt wird. Bei anderen Gerätetypen wie dem 5SL6COM kann unter Erweitert die Einspeiserichtung geändert werden, welche die Energiezähler und den Leistungsfaktor beeinflusst. Auch die Parameter zur Mittelwertbildung sind dort zu finden. Von sehr großer Bedeutung sind alle Alarmeinstellungen der einzelnen Geräte. Diese müssen entsprechend der Anwendung eingestellt werden.